meisten andere im Jahr. Mehr über das Tier, wie es heißt? Ja, die Besitzer haben glücklicherweise den Namen auf den Kennel geschrieben, also auf die Transportbox geschrieben. Sweetie heißt sie. Und das hilft uns ungemein, damit wir den Tieren auch während der Übernachtung und damit sprechen können, ansprechen können. Das bringt auch noch mal etwas. Haben Sie eine Ahnung, ob Sweetie jetzt fröhlich ist oder kann man da rein? Kann man die befreien für einen Moment? Ja, ich habe mich vorher natürlich bei unseren Tierpflegern kundig gemacht und der ist ganz zutraulich und wartet nur darauf, jetzt mal rausgeholt. Holen Sie Sweetie mal raus. Sweetie ist auch sofort ruhig. Sweetie ist ein Kuschelhund. Oh ja. Ein Kuschelhund auf dem Weg nach Saudi-Arabien. Von Sweetie mal abgesehen, was war so das skurrilste Tier, was Sie hier begrüßen durften in dieser Animal Lounge? Ja, das Gute an der Animal Lounge ist, man weiß am Beginn des Tages nie ganz so genau, was einen erwartet. Skurril war sicherlich ein Krokodil, was wir vor ein paar Wochen hatten, ein Albino-Krokodil, ein weißes, das sieht man ganz, ganz selten. Wie komplett weiß? Komplett weiß, auf dem Weg aus den USA nach Europa in einen Zoo. Und das sieht man wirklich nur ganz, ganz selten. Siegfried und Roy waren nicht dabei. Okay, Sweetie. Ernsteres Thema, Tierschmuggel. Es gibt viele, die unter das Washingtoner Artenschutzabkommen fallen. Was passiert, wenn jetzt jemand erwischt wird beim Zoll, der irgendwie seltene Schlangen oder andere Tiere dabei hat, die hier nicht eingeführt werden dürfen? Dann werden sie zu uns gebracht, denn wir sind die einzige Station hier am Frankfurter Flughafen, die dafür dann die Räumlichkeiten hat. Wir haben extra Klimakammern, die wir dann auch hochregeln können bei Schlangen. Also würden wir dann auf 26 Grad beispielsweise nach oben gehen. Wir haben Terrarien, sodass wir die dann auch aus ihrem Transportbehältnis, was normalerweise beim Schmuggel immer sehr, sehr klein ist, dann lassen wir sie dann sofort raus und kümmern uns dann darum, versorgen sie und dann wird geklärt, was mit den Tieren passiert. Vielen Dank, Herr Heidmann, dass wir Sie hier besuchen durften. Gute Reise, Sweetie. Viel Spaß in Saudi-Arabien. Und wir machen uns jetzt mit dem Zoll gemeinsam auf die Jagd nach Schmugglern. Rauschgiftalarm im Postfrachtbereich des Frankfurter Flughafens. Hier riecht. Spürhund Oleg ist auf Drogen spezialisiert. Wir wollten jetzt gerne mal einen Hundeeinsatz hier durchführen und die Pakete, die Säcke mal absuchen lassen, ob vielleicht da was drin wäre. Oleg wird auf die verdächtigen Postsendungen losgelassen. Der Schäferhund ist einer von 27 Rauschgifthunden des Zollhauptamtes, die hier täglich im Kampf gegen den Drogenschmuggel eingesetzt werden. Hundeführer Ralf Korvers arbeitet mit Oleg schon seit 7 Jahren. Der Hund ist sein ständiger Begleiter, 24 Stunden am Tag. Ein Postsack scheint Spürnase Oleg besonders zu interessieren. Die Fracht aus Südamerika wird zur genaueren Untersuchung herausgeholt und von Zollobersekretär Lutz durchleuchtet. Sieht aus nach Briefen. Aus Rio de Janeiro geht nach Frankfurt. Man könnte es zu den sensiblen Ländern mit dazu zählen, wo eben die Gefahr besteht oder die Möglichkeit besteht, dass doch gelegentlich was drin ist. Im Röntgengerät ist erstmal nichts aufgefallen. Doch der Mann vom Zoll weiß, dass sich eine Hundenase eigentlich nie irrt und schaut sich die Briefe genauer an. Oleg darf jetzt nicht mehr helfen. Er würde die Briefe zerreißen. Bernd? Ja, bitte. Machst du mit denen mal auf, bitte? Wegen des Briefgeheimnisses darf die Sendung nur von einem Postler aufgemacht werden. Also es riecht nach Marihuana. Es riecht danach. Schauen wir mal. Der Kollege von der Post macht das jetzt auf. Da, danke. Ah, es ist Marihuana. Fein gemahlen und extra noch mit Kaffeepulver überdeckt, um eventuell die Nase des Hundes in die Irre zu führen, beziehungsweise versucht man damit dann eben den Geruch, den typischen Marihuana-Geruch, zu überdecken. Oleg hatte den richtigen Riecher.
Es war zwar nur eine kleine Menge, aber für den Empfänger wird ein Bußgeld fällig. Hier zu Demonstrationszwecken. Die Kollegen haben vorhin beim Röntgen halt eine Sendung, die von Lagos nach London ging, diese offensichtlichen Kerzen festgestellt. Wobei aber im Röntgengerät eindeutig zu sehen ist, dass in diese Kerzen etwas, wir sagen so schön, eingebacken ist. Ja, und aus den Erfahrungen heraus deutet das sehr darauf hin, dass es sich hier um Marihuana handelt. Hundeführer Carvas staunt über die Tricks der Schmuggler. Diese gerade entdeckte Büchersendung ist auch mit Rauschgift präpariert. Im Buchdeckel ist eine so große Haschischmenge eingebaut, dass der Empfänger mit einem Strafverfahren rechnen muss. Wir konnten das ja nur schätzen, weil wir es ja nicht rausnehmen konnten, sind es geschätzt, erfahrungsgemäß ca. 500 Gramm. Zollamtsrat Hartmut Steinert ist der Leiter der Zollüberwachung im Postcargo-Bereich. 70 Mitarbeiter kontrollieren Pakete und Briefe aus aller Welt. Längst nicht nur auf Drogen. Geschmuggelt wird fast alles. Wenn man also hier jetzt öffnet, sehen Sie also hier eine Thompson-Maschinenpistole, Nachbildung. Aber das müsste dann entsprechend im Bundeskriminalamt abgeklärt werden. Denn die Waffe ist also hier, der Lauf ist also nicht zugeschweißt. Es ist wohl ein Steckstift drin, den man möglicherweise auf einfache Art und Weise wieder herausnehmen kann. Hier haben wir also klassischen Verstoß, obwohl es sich um eine Nachbildung handelt, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Eine funktionsfähige Waffe? Auf jeden Fall eine brisante Fracht. Ach, wer schickt das? Waffenbesessene, kann man im Prinzip sagen, oder Sammler. Irgendwelche Narren, die also hier daher ja was dann gefressen haben. Gotcha-Waffen, Luftdruck, Federdruckwaffen haben wir also relativ häufig von der Seite her. In seinen 30 Dienstjahren hat er von der Handgranate bis zur Panzerfaust beinahe alles gefunden. Sämtliche Rauschgiftfunde landen bei Oliver Bohländer vom Zollfahndungsamt. Der 46-Jährige ist seit 14 Jahren Rauschgiftfahnder. Er leitet die Ermittlungen zur Ergreifung der Täter. Gerade ist seinen Mitarbeitern ein Drogenkurier aus Afrika mit Kokain im Bauch ins Netz gegangen. Der alleinreisende junge Mann kam ihnen verdächtig vor. Ist der Pass echt oder gefälscht? Er ist echt. Die Grenzpolizei sagt aber, der ist falsch. Ich komme aus Nigeria und lebe in Lagos. Wie heißen Sie? Mein Name Jack. Wann sind Sie geboren? Am 4. Juli. Wir überprüfen das. Wie viele Drogenkapseln haben Sie im Bauch? 79. 79. Und was ist drin? Ich weiß nur, dass es Drogen sind. Drogen, okay. Wann haben Sie es geschluckt? When did you swallow it? Gestern. Yesterday in the evening? Gestern Abend? Ja, so um 12 Uhr. 12 o'clock. Yesterday evening. Gestern Abend, Ortszeit, Accra? Accra, yes. Ja, um 12 Uhr. And you are sure, sind Sie sicher, dass es 79 Drogenkapseln sind? Ja. Okay. Ja, okay. Sie haben jetzt mitbekommen, der Mann hat 79 Rauschgiftbehältnisse inkorporiert. Ein Teil davon hat er schon ausgeschieden, 30 Stück. Wir haben hier eine Spezialtoilette. Die können Sie sich gerne mal angucken. Ja, hier sehen Sie die Behältnisse, die der Kurier schon ausgeschieden hat. Das sind insgesamt bisher 33 Stück. Er gab an, 79 zu haben. Das heißt also, wir haben noch einiges zu erwarten. Die Erfahrung zeigt eigentlich, dass die Anzahl, die Kurier uns nennen, oftmals nicht der Wahrheit entspricht. Deshalb wird auch genau notiert, wie viele Drogenkapseln pro Toilettengang ausgeschieden werden. Die Drogenkuriere bekommen Abführmittel, damit die gefährliche Fracht möglichst schnell aus dem Körper kommt. Der Mann transportiert ungefähr 800 Gramm in seinem Magenbereich. Das bedeutet doch einen Marktwert von ca. 200.000 bis 300.000 Euro, bis das auf der Straße ist.
Der Afrikaner sagt, er habe sich mit seinem Second-Hand-Laden in Afrika bei einem Geschäftsmann hoch verschuldet. Dieser habe von ihm verlangt, sich als Körperkurier zur Verfügung zu stellen, sonst würde er ihm die Schulden nicht erlassen. Er sagte, ich müsse 100 Drogenkapseln schlucken. Dann würde er mir die Schulden erlassen. Ich habe alles versucht, aber nur 79 reinbekommen. Dann meinte er nur, ich solle jetzt losfliegen. Dr. Schade von der Flughafenklinik durchleuchtet verdächtige Passagiere auf Drogenkapseln im Körper, sobald der Staatsanwalt die Röntgenuntersuchung genehmigt hat. So, das sind verschiedene Aufnahmen, Röntgenaufnahmen, Abdomen von so Beutelschluckern, nennen wir sie, also Leute, die etwas inkorporieren. In der Regel sind das ja Drogen dann. Das sieht man hier im Darm, diese kleinen Beutelchen. In der Regel sind das Kondome, Latex. Und hier sehen wir jetzt so ein Säckchen, was geschoben wurde mit Schmuck drin. Das ist deutlich, es gibt ja einen guten Kontrast. Ne? Das ist ja Metall, das zeichnet sich beim Röntgen sehr gut ab. Da sieht man hier auch die Umrisse von, das ist so ein Säckchen, wo Schmuck drin ist. Diamanten, Gold, ganz besonders wertvolle Schmuckstücke. Wird auch des Öfteren geschmuggelt. So, und hier haben wir nochmal einen Herrn, der geschoben hat von unten durch den Darm. Und zwar sind das Pakete in der Größe einer Cola-Dose. Ja. Sie haben auch die Form eigentlich, muss man sagen. Nicht? Das ist dann auch wahrscheinlich dann Kokain oder sowas gefüllte. Das dürfte auch so circa ein Kilo sein. Ein Kilo. Ja. 200 Gramm pro Behältnis. Also hier haben eins, kommen wir zwei, auch drei, jetzt vier, vier, vier ja. fünf. Fünf also Stück bis zum Kilo, 800 bis Gramm bis zum Kilo. Ist das gefährlicher, Dr. Schade? Ja, also wenn so ein Teil platzen sollte, jetzt kaputt geht irgendwie, das wird so schnell vom Darm resorbiert, dass sofort derjenige, der Betroffene, da einen Kammerflimmern hat, einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Und da ist eigentlich auch medizinisch nicht mehr viel zu machen. Also da können Sie jetzt mit Gegenmedikamenten arbeiten, wenn der fällt ja sofort tot um. Und in der Regel, das ist schwierig. Also wenn das passiert, keine große Chance zu überleben. So. Und wie ist die Lage? Ah ja, jetzt hat er 33 Behältnisse ausgeschieden, muss man mal gucken. Hat jetzt was zu essen bekommen und ich nehme an, dass er jetzt noch mal was trinkt. Und zwar nur noch einen Moment dauern. Naja. Ja. Okay, versuchen Sie alles herauszubekommen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Okay. Der Frankfurter Flughafen ist nicht nur einer der größten der Welt, er ist auch Drehkreuz für den internationalen Drogenhandel. Täglich starten und landen hier ca. 1300 Flugzeuge. Über 250 Ziele in 105 Ländern werden angeflogen. 52 Millionen Passagiere werden hier jährlich abgefertigt und im Frachtbereich fast 2 Millionen Tonnen bewegt. Ideale Bedingungen für Drogenhändler, um ihre tödliche Ware unentdeckt zu transportieren. Systematische Kontrollen für alle Flüge sind unmöglich. Rasterfahndung und Stichproben sind die einzigen Möglichkeiten, die Drogenkartelle zu verunsichern. Etwa 70% unserer Sicherstellungen sind für das angrenzende europäische Ausland bestimmt. Hier insbesondere zu nennen die Niederlande oder Spanien. Als drittens Italien oder auch Amerika, Kanada. Von daher haben wir natürlich durch diese exponierte Lage sehr viel Aufgriffe. Ralf Korvers mit Spürhund Oleg ist in die Gepäckkontrollhalle gerufen worden. Ein Flug aus Südamerika soll durchgecheckt werden. Korvers bespricht mit Dieter Keller, dem Chef und Trainer der Zollhundestaffel, die Suchaktion. Hunderte Gepäckstücke werden für den Hund aufgereiht. Erst wenn alles fertig steht, tritt der Hund in Aktion. Oleg arbeitet sorgfältig. Wenn er mit den Vorderbeinen an einem Koffer kratzt, hat er Witterung aufgenommen und Drogen gerochen. In diesem Fall ist es ein vom Hundetrainer präparierter Koffer mit einem Drogenköder. Mit spielerischen Mitteln wird das Tier für seine wichtige Aufgabe trainiert und bei Laune gehalten. Das ist jetzt ein Bringsel mit Kokain, gell? Als Bestätigung, damit der Hund seinen Erfolg bekommt nach dem Suchen. Gell? Weil wenn man jetzt suchen würde und er wird als wenn nichts dabei ist und er zeigt nichts an, hey,
Irgendwann würde er sagen, was soll ich da noch suchen, wenn ich keinen Erfolg bekomme, gell? Und das ist der Lieb.